ist ja alles frei. Ja, das stimmt. Ich sagte er, bis der nächste Blitzer kam. Ja, wir wollen ja die Terminfracht einhalten. Warte mal, wie ging denn dieses Display umschalten? Wie war denn das? Welches? Das Hauptdisplay mit I. Dein Navi hast du selber konfiguriert. Was willst du da sehen? Das ist die Geschwindigkeit. Na, 80 Meilen sind erlaubt. 80 Meilen sind erlaubt. So, Punkt. Jetzt bist du schon ein zu schnell. Ihr müsst mich ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil ich ja zu weit weg sitze. So. Ja, da vorne ist ein LKW. Was? Was ist noch vorne? Linke Spur. Das ist bestimmt wieder der Schulbus. Überholen, überholen, überholen. Kinder linke hin. Spur und durchgetreten bis zum Bodenblech. So, fertig. Ja, klar. Ich finde das gerade amüsant. Der sah aus wie ein LKW, wo man näher kam, sah er dann nicht mehr aus wie ein LKW, wie ein Pickup. Ist aber einer, oder? Ja, das ist ein LKW. Aber den letzten da eben, das war ein Pickup, der sah aus wie ein LKW am Anfang. Ah, das. Wer atmet denn da so schwer? Es war ein bisschen weit rechts. Nö, alles gut. Ja, aber ein bisschen weit rechts ist immer schlecht, deswegen. Ja, eben. Das ist ein politischer Bildungsauftrag und so. Und das geht's gar nicht. Josh hat die Anspielung verstanden. Ja. Ich verstehe die auch manchmal, ich reagiere nur nicht auf jede. Ich weiß. Und Andi, ich glaube, in Kanada ist es, glaube ich, so, dass alles ein Truck ist, was so größer ist als wie ein kleines Auto. Als wie? Das hast du auch von mir, das finde ich cool. Also, wir haben einen Bekannten, der ist gerade in Kanada und bei dem ist es wirklich so, alles, was so Pickup und größer ist, ist ein Truck. Also, alles ist gleich, alles LKW. Ja, wobei ich glaube, die fahren viel mit Pickups rum da in der Ecke. Ja, auf alle Fälle. Wenn du Schnee hast, was bleibt dir anderes übrig? Wollte gerade sagen. Ja, wobei hier zu landen habe ich es aber öfter schon mal gehört, also sowohl von Busfahrern als auch von LKW-Fahrern, dass die ihr Fahrzeug halt nicht LKW oder Bus, sondern Auto nennen. Falls einem das schon mal gehört, ja. Also hier beispielsweise, also Kumpel von mir ist LKW-Fahrer, der meinte halt, ja, ich habe ein neues Auto bekommen. Ich so, warum bekommst du ein neues Auto und ich nicht? Er meinte halt Dienstwagen. Und ich so, was willst du mit dem Dienstwagen? Du bist LKW-Fahrer, also ein LKW. Ja, wobei ich finde das süß. Ich meine, das ist ja so eine gewisse Verbindung zum Fahrzeug, ne? Ja, das ist auf alle Fälle. Hause, transportierst deinen Einkauf im Anhänger. Ja klar, natürlich. Dienstwagen. Ja. Die drei Orangen oder so. Da braucht man LKW für. Natürlich. Also für Umzüge ist das praktisch, ja. Was ist denn da links? Was, Züge? Wo? Oh. Nochmal, Josh, ich bin nicht Chakoten. Ja, aber Züge finde ich lustig. Ich mag Züge. Bei einer Flachwitz-Battle würde ich den kürzeren ziehen. Insofern. Geradeaus zuhalten, egal was kommt, wenn ein Atomkrieg ausbricht, Gas geben. Andi fühlt sich unter Druck gesetzt und neigt zu Panik. Im Moment ist das wirklich so. Du wartest da hin. Diese Auffahrten sind toll, ne? Die beängstigen einen immer so. Ja. Diese kurze Strecke, ich meine, selbst bei uns hat man ab und an mal so einen Stressmoment, wenn man auf eine vielbefahrene Autobahn fährt und du weißt nicht, ob du halbwegs mit Geschwindigkeit da noch raufkommst, und hier ist es dann noch viel, viel schlimmer dann wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie geht denn dir das immer, wenn du jetzt drehst und im Dunkeln fährst? Machst du das gerne? Also ich weiß nicht, ich habe immer so, ich freue mich irgendwie immer gar nicht, wenn dunkel wird. Ich fahre vor allem viel lieber im Hellen. Die Zuschauer sehen dann auch nichts, das ist mein Problem. Das ist immer so, ja, die Zuschauer sehen wieder fast nichts und es ist dann voll langweilig und Deswegen haben wir heute eine Partie offscreen gemacht. Nachts über, genau. Nachts, in Griechenland. Wobei ich ein bisschen heute ETS gefahren. Wie nachts? Interessiert wahrscheinlich jeden. Hä? Ja, wir sind die Nacht durchgefahren, damit wir dann, wenn wir wieder aufnehmen, dass es tags ist. Und dass dann Folge 199 kommt. Nee, 99? Nur 99. Ja, aber der Tag ist doch immer so schnell rum. In ETS geht das sogar hier. In ATS ist das voll schnell. Aber in ETS ist es noch ein bisschen länger, glaube ich. Habe ich mal gehört. Ist der ATS schneller, was die Zeitskalierung angeht? Also vom Gefühl her ja. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Also die Streckenskalierung ist, glaube ich, ein bisschen kürzer gewählt, habe ich irgendwo gelesen. Ja gut, das ist ja verständlich aufgrund der Weiten, die man... Eben. Genau. Das finde ich aber im Multiplayer deutlich besser mittlerweile. Weil da hält ja jetzt mittlerweile der Tag und die Nacht. Na gut, wenn Nacht ist, ist es nicht so toll, weil die hält auch so lang. Die hält auch eine halbe Aufnahme durch. Ja, aber wenn du Tag hast, ja, ich weiß, was hat Josh damit zu tun, aber wenn du Tag hast, dann... mit Tag-Nacht-Zyklus zu tun. Man rechnet schon damit, deswegen sagt man es automatisch. Bist du Mathematiker? Bitte was? Ob du Mathematiker bist? Wieso? Na, du rechnest damit. Ja. Ach komm, Luisa hat auch dran gedacht, also.
So. Das liegt aber daran, der Josh hat einen ganz schlechten Einfluss auf mich. Der tut mich in letzter Zeit damit nerven, dass man ja mit Brüchen rechnen kann und mit Regen kann man rechnen und mit Unwissenheit der Leute kann man rechnen. Naja. Kann man mit Unfähigkeit der Leuten rechnen. Naja gut, aber mit Brüchen kannst du nur dann rechnen, wenn es wirklich glatt ist und man nicht aufpasst. Das auf alle Fälle. Ja. Um auch mal wieder einen reinzuwerfen, ich meine. Genau. Wen wirfst du rein? Das fängt ja auch noch an. Na, jemanden so, dass einer einen Bruch bekommt. So wirft Andi den halt dann. Oh, dann kann er Früchte rechnen. Ach stimmt, warte genau. Mal. Heute hat sich hier ein Stein auf unsere Scheibe gehauen. Jetzt haben wir einen Steinschlag am Auto. Jetzt müsst ihr zu Carglass fahren. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Was, dein Auto hat einen Schlag? Ja, das hat vorne auf der Frontscheibe so richtig schön Stein. Ich weiß nicht, wo der herkam. Er stellt ein Eichhörnchen ganz bösartig in Stein runtergeworfen. Was ist denn das für eine Marke? Ein Corsa. Du musst wieder rechts raus. Das Eichhörnchen, welche Marke ist das? Ich glaube, der Rotbraun. Du musst den Kollegen fragen. Hey, lass mich rein! Ich bin im Einsatz! Ja, Kollegialität. Ja. Da rechts steht sogar ein Schild, das musst du mal lesen. Was steht denn da drauf? Keep irgendwas clear oder sowas. Wo denn? Noch ein Stück, da noch rechts. Ein Stück vorfahren. Da rechts aus dem Fenster. Ein Stück vorfahren. Ja, geht ja nicht. Der fällt ja nicht weiter. Nein, das ist ein ganz kleines Stück. Also diese Hupe, die ist echt, naja. Mädchenhaft. Jetzt kannst du aber das Schild lesen. Nein, nee, jetzt will er auch nicht mehr. Nee, das ist jetzt okay. Nee. Stopp hier. Jetzt bin ich, jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt bin ich Mädchen, nee. So. Nee, ist okay, das macht noch nichts aus. Das wird ja gar nicht mehr weh. Wieso hat er jetzt so lange gebraucht? Guck mal, wie schnell das bei mir geht. Ja, er muss erstmal Papiere rausgraben, es braucht ein bisschen Polizisten bestechen, es braucht alles ein bisschen... Bis man die grünen Scheine raus hat. Ja, eben. Oder was die für eine Farbe haben in Amerika? Ich hab keine Ahnung. Orange, Neongrün. Neongrün finde ich gut. Neongrün? Was hat denn jetzt Austrian Bugfinder damit zu tun? Darauf wollte ich hinaus. Oh, guck mal, es wird Tag. Und wie schnell, ne? Krass. Aber wenn der Tag anbricht, immer schön im Kühlschrank aufbewahren, sonst wird er schlecht. Den habe ich auch schon mal gebracht. Das auf alle Fälle. Ja, wobei Hermi Gras ist das auch nicht mehr direkt. Das ist schon recht verdorrt, oder? Oh. Was? Er hat gerade Gras gesagt. Ich habe Gras gesagt. War das? Man weiß es nicht. Lass so, überlegen. Ich muss ja auf die Straße gucken. Du musst jetzt dort so abfahren. Genau, so die Richtung. Richtung. Ach, Jackpot steht sogar auch schon dran. Ist ja super. Nee, ich muss gar nichts. Ich muss nur sterben. So. Das ist auch geklärt. Außerdem muss ich abfahren. Bremse. Stopp! Und ja, jetzt musst du einmal bis 23 zählen. 21. Ja, dann links. Wieso das links? Andere links. Das hatten wir auch schon mal. Ich wollte tanken. Links, nicht dein links. Ich immer wollte tanken. Links. Ach so. Ja, genau. Das war alles schon eingeplant. Yep. Falls ihr fragt, grundsätzlich immer mein links. Oh nein, ich hab wieder diesen. Oh nein, bitte nicht. Nee, das passt schon. Wenn du die Richtung reinfährst, dann lüpft das. Schön ich langsam, mal, mit Gefühl, mit Spiegeln. Und dann mit ein bisschen ordentlich Schwung rein. So. Ich trau den Frieden immer nicht. 53 Cent. Ja. Ja, wobei der Diesel ist in Deutschland momentan auch gar nicht so arg teuer. Eben, sind wir auch nicht arg weit davon entfernt. Ja. Aber wie viel ist es denn eigentlich? 90 also, rum. Ich hab mal. Also ich habe mein niedrigstes war 88,9 gesehen, habe ich. Das war so das niedrigste. Kann nicht fahren, ist aus. Ja, Arbeitgeber zahlt. Aber wenn man mal überlegt, was das vor kurzem noch gekostet hat und jetzt mittlerweile. Also allein wenn du schon in Omsi die Benzinpreise siehst, da hatten sie ja vor 2-3 Jahren, hat man immer gesagt, ja schau mal hier die Tankstelle. Ach, war das auch günstig damals. Und jetzt fährst du in der Omsi-Tankstelle vorbei und denkst dir so, boah, das ist aber teuer. Also das zahlst du heute auch nicht mehr. Ja. Oh, da redet jetzt Burger. Können wir mit dem LKW zum Drive-In fahren? Nein! Oder zum Drive-Thru. Drive-Thru. Ach, Scheiße. Das geht schief. Nee, doch. Der hat nicht so einen langen, dass das... Vorsicht. Das passt schon. Das geht schief, sondern chief, weil Andi ist jetzt der Chief, der hat dazugelernt.
Ein Achievement? Jetzt wollte ich mal nett sein. Okay. Nee, der denkt sich so, nee, es ist ja nicht Omsi, du kannst die nicht vorlassen und so. Dann bin ich halt nicht mehr nett, das war das erste und letzte Mal. Sozial. Ja, jetzt bin ich, ist nee, ist okay. Halt, stopp, jetzt reicht es. Jetzt rede ich. Aber das ist, das muss man wirklich sagen, das ist in Omsi schon irgendwie cool umgesetzt, oder? Ja, Tatsache. Oh, jetzt treffen wir vielleicht gleich wieder Bonanza-Kugeln. Ja! Ach, hier deine Lieblingsecke. Josh in Euphorie. Kam die hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Sieht so ein bisschen danach aus. Boah, ich finde die Teile cool. Vor allen Dingen immer mit dieser Sonne dabei, ja? Ja, ich halte mir so eins mal als Haustier. Ich glaube, kriegt was fressen die? Geburtstag am Dienstag eine Bonanza-Kugel, dann ist er glücklich. Ja, Party, Bonanza-Kugel. Die kann man auch schon, ich weiß nicht, was die fressen. Kekse? Die Staubdinger aus der Ecke. Nicht, ich bin jetzt, also vorher hier, die beiden waren schon da. So, da komme ich so ins Gespräch rein. Das allererste, was ich zu hören bekomme, ist, nee, der Josch bekommt keine Schokolade. Das ist eine schöne Begrüßung, das finde ich super. Ja. Schokolade war es doch, oder war das Kekse? Schokolade. Ich fühle mich nicht diskriminiert, ist okay. Okay. Andi? Aber der Josch vergisst das eh immer. Der Josch vergisst doch, dass er am Dienstag Geburtstag hat. Und der Josch vergisst auch alles Mögliche. Von dem her, dem kann man erzählen, er kriegt keine Schokolade. Er erinnert sich da nicht mehr daran. Deswegen habe ich es jetzt hier gesagt, damit man das für die Nachwelt festgehalten hat. Hemi, was gibt's? Andi, es wird ja jetzt warm hier im LKW. Ja. Können wir die Heizung ausmachen? Es wird langsam echt warm. Nee, zieh dich aus so. Josh, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Eigentlich nichts, keine Ahnung. Ein Karottenkuchen. Geld. Karottenkuchen. Ach, das Geld. Ist ja. Jeder wünscht sich doch irgendwas zum Geburtstag. Jetzt hör mal auf. Nee, ein wirklich. Es war erst Weihnachten. Was brauche ich? Du musst da vorne rechts. Nach rechts. Josh, ein Fahrrad, ein Luftballon. Eine Bonanza-Kugel. Ich glaube, Andi, du musst mal schlafen. Ach, wir sind schon im Jackpot. Gut, dann kannst du doch auch ganz kurz einparken. Genau. Und mit dem ganzen Geld vom Jackpot, da können wir uns ein Hotel mieten. Genau. Klar, das kriegen wir sowieso hin. Dann schlafen wir den ganzen Tag über, fahren wieder über Nacht. Dann freuen sich die Zuschauer. Genau. Gut, der Vorteil ist ja aber an den Auftragsfahrten, dass man nicht zwischendrin schlafen muss. Das ist auch ganz gut. Ja, das ist total entspannt. Ich bin halt auch mal eine Runde ATS gefahren. Ich war die ganze Zeit am Gucken. Ja, wann musst du jetzt schlafen? Wann musst du Pause machen? Aber es ist halt so gewohnt, ne? Ja, eben. So. Achso, ich habe die Taste noch nicht konfiguriert, fällt mir da gerade ein. Ich wusste, sowas kommt jetzt. Schade. Suchkomplex. Ah, wich. Ah, oh, le Kopf, ey, abbiegen. Dans la rue. Vorne nach links. Links. Hier links. Jetzt links. Genau. Jetzt links abbiegen. Das links. Genau, das richtige links. Mein links. Mein links. Kein falsch. Es gibt nur deine und meine. Genau, es gibt ja auch zwei Meinungen. Meine sei denn, du bist verheiratet. Manchmal klappt das dann auch nicht mehr so ganz. Ach, nö. Nee, das schaffst du noch im Einparken. So, einmal Eingabetaste und dann... Das ist ein 40er und kein 90er hier. Das kriegst du hin. Das ist aber ein ziemlich langer Trailer, ne? Das ist... Ich will ja auch nur, dass du failst. Das mögen Zuschauer. Ja, das wusste ich doch. Außerdem 40 EP, Andi. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Ja. Auch wenn das jetzt Stunden und Tage dauert. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie fahre ich denn da? Zwischendrin. Warte mal, genau. Ich muss das irgendwie jetzt gerade mal anders machen. Es wickelt das sich um sich selbst. Oh. Das ist Snake. Jetzt hast du verloren, jetzt hast du dein Hinterende gegessen. So, was machen wir jetzt? Sie fahren in die falsche Richtung. Steigt der von euch mit aus, während Andi einparkt, oder? Ja, das war jetzt irgendwie eine dumme Idee, ich sehe ja gar nicht wie... Ja. Ich verkrümme mich auf der Schlafkohle, da hole ich mir noch 10 Kissen und 10 Decken. Wo ist denn hier meine Parklücke da hinten? Ist doch warm genug hier drin, Mensch, wenn der die Heizung und die Sitzheizung und alles hier anhört. Ich hasse das, wenn das so rum immer ist. Oh. Ich habe keine Sitzheizung da hinten, auf dem Schlafeck da hinten. Ja, aber ich, und die geht nicht aus. Ich krieg hier so langsam Kocheier, ey. Ja, da. Kannst du keinem erzählen. Ja, kriegst du Soleier hier. Was ist das? Können Sie das mal ein bisschen runterdrehen, kriegst du ja Soleier. Genau. Bei 16 Grad und minus 10 Grad draußen. Was? Fahrenheit oder was haben wir hier? Nee, du meintest gerade Soleier. Das ist ja auf eine Person aus Omsi bezogen. Ja, eben. Ach, stimmt. Ich hatte letztens den Fall, ich hatte 15 Grad im Bus. Manni, oder? 10, genau. Also im Bus waren gerade so 15 Grad. Im Bus? Draußen waren minus.
Nee, ist gut. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nee, jetzt ist okay. Jetzt nö. Doch, die meckert eine Zick. Also nicht das Getränk, sondern die Taste. Zufriedenstellen, das ist auch mal was. Ja, ach, was hast du? Stimmt ein bisschen. Ja, aber du kriegst einen neuen Level. War jetzt, glaube ich, eben die Rückwärtsfahrt. Jetzt können wir mal gucken, auf was wir denn den Punkt verteilen. So. Luisa darf aussuchen. No. Ich weiß, was sie nehmen wird, aber ich rate ihr davon ab. Ja, das tut er immer. Ich habe immer auf wirtschaftliches Fahren wollte ich einen Punkt verteilen. Das weil, bringt aber nichts. Ja. Weil das ist ein Auftragsfahrt, eine Arbeitgeber zahlt. Ich bin für zerbrechliche Fahrt, aber es ist. Ja, du musst das nicht nehmen. Du musst das nicht nehmen. Wirklich Fahrt. Nicht. Es ist wirklich so. Dann kriegst du mehr Geld. Voll hochwertig. Aber wenn du bei zerbrechlich jetzt den ersten Punkt sitzt, dann schaltest du zerbrechliche Fahrten frei. Du kriegst mal ein bisschen andere Frachten. Nee, dann bekommst du neue Aufträge. Hochwertig bekommst du nur mehr Geld. Oder die Just-in-Time-Lieferung. Also wenn ich jetzt schleimen würde, würde ich das gefragt. Nehmen, aber ich will nicht schleimen, deswegen nehme ich das. So. Nein, ich brauche gar keinen Schleim. Das ist nur, weil was halt Mittag eben genauso hat. Auf was hat Heimals den Punkt? Ja, ich nehme wirtschaftliches Fahren. Ach komm, nee, Quatsch. Braucht doch kein Mensch. So, jetzt ist, aber schau mal, ob du von, wo wir gerade sind, ob du da runter nach, Las Vegas kommst. Das fände ich cool, von Jackpot nach Las Vegas. Redding. Das wäre so mein Ziel. Las Vegas den Jackpot landest. Ich kann mal was. Ich finde es einfach cool. Jackpot nach. Nee, schade, sieht glaube ich nicht danach aus. Ein Stückchen tiefer kommen wir. Nee, aber dann suchst du was ganz Normales aus. Was? Das ist eine Schnapsidee von mir. Was richtig fresh ist am besten. Komme ich denn wieder auf alle hier? Einfach mit auf die Karte klickst, ja, genau. So, was haben wir Schönes? Das wäre schön. Da sind wir noch ganz viele Strecken noch nicht gefahren. Nach Fürsten, würde ich sagen. Genau. Ganz viel neu. Da fahren wir sogar hier los, oder? Ja, genau. Genau. Das ist innovativ. Das ist toll. Fresno? Ja, aber vielleicht ist Fresno so. Sagt mir irgendwas. Da ist es richtig fresh dort unten. Sagt mir was. Da brauchst du denn eine Sitzheizung. Was fahren wir denn da? Ja, genau, da brauche ich die. Wir fahren Traktoren. Wir fahren Traktoren. Landwirtschaftssimulator. Ist ja ekelhaft. Den habe ich mir heute übrigens im Steam Sale gekauft. Ach, ist es jetzt soweit? Ach, wobei? Ja, aber es ist wie das Steam. Das sieht voll cool aus. Sieht irgendwie cool aus, ne? Ach, das ist ja stumpf. Kann das sein, dass die in Amiland deutlich größer sind als bei uns? Nee, nicht das unbedingt. Ist größer als bei uns. Der wirkt so ja, groß. Ja, außer einige Bauteile von Menschen. Das hast du uns gesagt. Und du kannst nach Japan reisen. Und wir fahren wieder Schlumpf. Was ist mit den Japanern? Ja, bei denen sind teilweise mal Dinge kleiner. Dem Klischee nach. Genau. Ich glaube, das stimmt sogar. Ach, das ist das, was die Italiener zu viel haben, haben die Japaner zu wenig, oder was? Hä, was haben die Italiener zu viel? Haare. Mach dir bitte keine Gedanken. Okay, ich trinke einfach noch ein Stück, das ist okay. Ja, wir lassen Josh mal trinken, cutten an der Stelle, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es von... Na? Jackpot nach Fresno geht. Genau. Oh, ich hab voll aufgepasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab jetzt ein Sternchen in mein Fleißigkeitsheftchen. Nein. Nein. Kann halt nicht. Tschö. Tschüssi. Tschüss.